Arbeitsrechtshandbuch, 17. Auflage, Tarifvertragsrecht. Ich wollte im Grundgesetz nachgucken. Das Problem ist, es liegt bei meinen Eltern auf dem Schreibtisch, auf meinem Schreibtisch. Das hier ist nicht mein Schreibtisch. Ich bin angekommen im Tarifvertragsrecht und ich fange bei erstens. Es geht um die Grundlagen des Arbeitsrechts, hatte ich schon vorgelesen, lese ich nochmal vor. Sozialpartnerschaft wird hier definiert, was das ist. Mein Bleistift, der könnte wichtig sein. Naja, kann ich gleich noch suchen. Wenn nichts notieren und dran schreibe, brauche ich ja nie weiterlesen. Naja, ich fange erstmal an. Und ich sage, Radiergummi habe ich, Spitze habe ich. Ach, da liegt er ja. Jetzt habe ich zwei. Sozialpartnerschaft, Definition. Das Arbeitsgericht ist nicht nur durch staatliche Gesetze geregelt. Das Grundgesetz hat vielmehr in Artikel 9.3 Grundgesetz den Tarifparteien die Aufgabe übertragen, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu regeln. Ihnen muss die Gesetzgebung deshalb Regelungsspielräume belassen. Dem kollektiven Arbeitsrecht liegt im Wesentlichen das Modell einer Sozialpartnerschaft der Tarifvertragsparteien zugrunde. Dies bedingt unter anderem, dass sich der Staat aus Arbeitskämpfen heraushält und keine Zwangsschlichtung vornimmt. Bei der Allgemeinverbindlichkeit Erklärung hilft der Staat allerdings Tarifverträgen zu einer weitergehenden Geltung, indem er Mindestarbeitsbedingungen auch für Nichtorganisierte regelt. Diesem Ziel dient auch die Festsetzung des gesetzlichen Mindestlohns. Besonderheiten gelten für kirchliche Arbeitsverhältnisse, in denen die Arbeitsbedingungen auf dem sogenannten dritten Weg vereinbart werden. So, ich muss mal gerade gucken. Gib mir schnell Übersicht des Inhaltsverzeichnisses. So, das Abkürzungsverzeichnis ist, da ist es.
So, RN heißt Randnummer. Okay, dass ich nachgeguckt habe. Und die organisieren das Ganze in Paragraphen und die kriegen Randnummern. So. Die stehen auch hier oben. Okay. Das heißt, die verweisen auf eine Ziffer oder einen Paragraphen in dem Buch und der kriegt eine Randnummer. Mindestlohn ist zum Beispiel Paragraph 66, Randnummer 1. Jetzt kann ich mal nachgucken. Was macht Spaß? Paragraph 66, gesetzlicher Mindestlohn. Und unter 1 wird die Rechtsgrundlage des Mindestlohnsgesetzes, da steht auch drin, wo es steht. Das ist schön, sowas. Das funktioniert also. Besonderheiten gelten für kirchliche Arbeitsverhältnisse, in denen Arbeitsbedingungen auf dem sogenannten dritten Weg vereinbart werden. Das ist 185 Randnummer 1 und die folgenden. So, Tarifpolitik. Klassischer Arbeits- und Entgeltschutz ist hier dick geschrieben. Kann man gerade gucken, wenn sowas dick geschrieben wird, ob es ein Stichwortverzeichnis gibt, wo das wieder auftaucht. Das wäre dann mal interessant. Gibt es. Ja. Und bei KL müsste es dann auftauchen, wenn das so ist, wie ich das für sinnvoll halte. Klar. Klage auf Klageverzicht, Klage. Den klassischen gibt es da nicht, aber vielleicht gibt es den Arbeits- und Entgeltschutz. Das muss man auf A. AU. Auflösung schon. Arbeitsunfall, Arbeits- und Entgeltschutz gibt es nicht. Vielleicht gibt es den Entgeltschutz jetzt. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, was dieses Stichwort verzeugt und dieses Fettgedruckte sagt. Entgeltfortzahlung, Entgelt, Entgeltpunkte, Entgeltumwandlung. Ja, es gibt jede Menge Einträge zu Entgelt. So. Es gibt sogar eine Entgeltschlägerei. Aber Schutz steht hier nirgendwo wieder drin. Müsste Paragraph 98 sein.
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Rampennummer 36 F Schlägereien. Arbeitsunfähigkeit von Schlägereien ist verschuldet, wenn der Arbeitnehmer die Schlägereien durch unsachgemäßes und provozierendes Verhalten herausgefordert hat. Bundesarbeitsgericht vom 13.11.1974. Was anderes gilt, wenn der Arbeitnehmer durch Provokation zur Schlägerei gereizt worden ist. Das ist schön. Da hat man dann auch... So. Auf die Entgeltfortzahlung bei Schlägereien. So, wir sind immer noch im Tarifvertragsrecht bei den Grundlagen des Arbeitsrechts. Und zweitens Tarifpolitik. Sie wird beherrscht vom klassischen Arbeits- und Entgeltschutz. Beruflicher und sonstiger Bildung der Arbeitnehmer, Verkürzung und Flexibilisierung der Arbeitszeit, tariflichen Rentenregelungen, Vermögensbildung und Förderung gemeinsamer Einrichtungen zur Sicherung des Standortes Deutschland wird von Arbeitgeberseite eine weitergehende Flexibilisierung und Deregulierung gefordert, während die Gewerkschaften für familienfreundliche Regelungen sowie gegen Lohndumping und Verlagerungen von Betriebsteilen ins Ausland kämpfen. So. So, Mitbestimmung. Fünftens. Randnummer 11 ist Betriebsverfassung. Da ist das Betriebsverfassungsgesetz dick gedruckt. Durch die Beteiligung der Arbeitnehmer an den sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes soll auf betrieblicher Ebene eine Form demokratischer Mitwirkung der Arbeitnehmer an betrieblichen Entscheidungsprozessen sichergestellt werden. Das Betriebsverfassungsrecht dient aber auch dem Schutz des Arbeitnehmers gegenüber einseitigen Maßnahmen des Arbeitgebers und der Wahrung kollektiver Belegschaftsinteressen. Die moderne Betriebsverfassung hat am Wohl des Betriebs, seiner Arbeitnehmer und der Allgemeinheit orientierte Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Ziel. Die moderne Betriebsverfassung hat eine am Wohl des Betriebs, seiner Arbeitnehmer und der Allgemeinheit orientierte Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Ziel. Aha. Es geht gar nicht mehr so sehr um Gewinn. Randnummer 12. Jetzt kommen die betrieblichen Bündnisse für Arbeit.
Durch betriebliche Bündnisse für Arbeit soll auf wirtschaftliche Notlagen reagiert werden. Solche Bündnisse stoßen nach derzeitiger Rechtsgrundlage an ihre Grenzen, wenn untertarifliche Arbeitsbedingungen und übertarifliche Arbeitszeiten im Gegenzug zur Gewährung von befristeten Beschäftigungsgarantien vereinbart werden. Das ist gut, wenn man das weiß. Unternehmensmitbestimmung. Zweitens. Fettgedruckt ist das Mitbestimmungsgesetz vom 4.5.1976. Und sonst auch erstmal nichts. So. So, ich bin bei zweitens Unternehmensmitbestimmung angekommen. Der 7. Deutsche Bundestag
hat das Mitbestimmungsgesetz vom 4.5.1976 verabschiedet. Damit hat die Mitbestimmungsidee nach fast 25 Jahren gesetzgeberischen Bemühens einen vorläufigen Abschluss gefunden. Die Mitbestimmung im Montagebereich nach dem Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951 und dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz von 1956 bleibt in den Unternehmen, welche die Voraussetzungen dieser Gesetze erfüllen, unverändert erhalten. Damit ist vor allem die Stahlindustrie gemeint. Montan ist ein alter Ausdruck für Metallerze. Dazu: In Unternehmen und Konzernen, die weniger als 2000 Arbeitnehmer beschäftigen, galt die Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz von 1952 mit der Eindrittelbeteiligung der Arbeitnehmer. Im zweiten Gesetz zur Vereinfachung der Wahl des Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat ist das dritte Beteiligungsgesetz vom 18.05.2004, Bundesgesetzplatz 974, enthalten. Dass die Mitbestimmung neu regelt. Dazu gibt es auch wieder eine Randnummer. Das Mitbestimmungsgesetz 1976 unter das in den Altbundesländern etwa 600 bis 650 Unternehmen und Konzerne fielen, regelt die Mitbestimmung bei Beschäftigungen von mehr als 2000 Arbeitnehmern. Seit dem 29.12.2004 können Unternehmen mit Sitz in Deutschland die Rechtsform einer europäischen Aktiengesellschaft wählen. Deren amtliche Kurzbezeichnung SE steht für die lateinische Bezeichnung Societas Europaea. Societas Europaea. So, okay. Sechstens, Europäisierung des Arbeitsrechts. Ich habe noch eine Viertelstunde auf der Uhr. Kriege ich auch noch um. Sechstens, Europäisierung des Arbeitsrechts. Die Mitgliedschaft in der EU und Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts sind fettgedruckt. Die Mitgliedschaft in der EU hat bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Arbeitsrechts. Nach Artikel 3 der EU-Verfassung errichtet die Union einen Binnenmarkt und wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage einer wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft hin.
die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt. In Bezug auf die Sozialpolitik und damit auch das Arbeitsrecht teilt sich die Union gemäß Artikel 4 des AEUV, muss man nachgucken, ich habe ja schon gefunden, wo die Abkürzungen sind. Also ich muss das nachgucken. Die Jura-Experten vom Arbeitsgericht Soli müssen das garantieren. Vertrag für die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV. Wie auch man auch immer da auf die Abkürzung kommt. EUV ist, wenn ich einmal dabei bin, ich habe das vielleicht auch falsch. Vielleicht lese ich auch besser nur noch die Abkürzung vor. EUV, Vertrag der Europäischen Union in IDV des Vertrags von Lissabon, in der Fassung des Vertrags von Lissabon, Vertrag der, über die Europäische Union. So, die Mitgliedschaft in der EU hat bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Arbeitsrechts. Nach Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon errichtet die Union einen Binnenmarkt und wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage einer wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft hin, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt. In Bezug auf die Sozialpolitik und damit auch das Arbeitsrecht teilt sich die Union gemäß Artikel 4 des... Wenn man das nur oft genug nachschlägt, weiß man es dann irgendwann. Artikel 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ihre Zuständigkeiten mit Mitgliedstaaten. Die Kompetenz der Union sind in Artikel 143 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union geregelt. So, Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts. Auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts hat die EU in ihren Kompetenzen umfangreich Gebrauch, gemacht. Die von ihr erlassenen Richtlinien haben tiefgreifende Veränderungen des deutschen Arbeitsrechts bewirkt. Dazu Paragraph 4, Randnotiz 1 und folgende. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs beeinflusst die nationalen Rechtsanwendungen ganz entscheidend. Sie hat dabei auch durchaus deutliche Kritik erfahren. Das Betriebsverfassungsgesetz hat jedoch bislang im Rahmen der von ihm vorgenommenen Ultra-Vires-Kontrolle noch keinen, was auch immer das sein soll, noch keinen aussprechenden Rechtsakt festgelegt. Und Ultra-Vires-Kontrolle und aussprechender Rechtsakt sind in Anführungsstrichen vorgesetzt. Und da gibt es eine Quelle, die Betriebsverfassungsgesetz 6.7.2010, NZA 2010-995. NZA, klingt wie der Ticker der Nazis. Nationale Zeitung für Arbeitsrecht. Neue Zeitung für Arbeitsrecht.
Die ist garantiert früher nationale Zeit zu verarbeiten. Ausbrechender Rechtsakt. Ganz ehrlich, bei dem ausbrechenden Rechtsakt der Güteverhandlung im Arbeitsgericht Solingen kommt mir das Kotzen. Das ist ein ausbrechender Rechtsakt. Eine besondere Bedeutung, ach ja, und wenn ich mir angucke, wie am Amtsgericht Solingen nach Strafprozessordnung verhandelt wird, kommt mir auch das Kotzen. Das ist auch ein ausbrechender Rechtsakt. Besondere Bedeutung hat das Unionsrecht im Antidiskriminierungsrecht. Dazu Paragraph 36 Randnotiz 1 und folgende und den hiervon ausgehenden Ausstrahlungen in alle Rechtsgebiete des Arbeitsrechts sowie dem Arbeitszeitrecht und beim Betriebsübergang. So, ich nähere mich der 5-Minuten-Marke. Ja. Paragraph ist Grundrechte im Arbeitsverhältnis. Siebtens, arbeitsrechtliche Behörden in der Bundesrepublik Deutschland. Erstens, staatliche Arbeitsbehörden, A, Selbstverwaltung, B, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, C, Bundesagentur für Arbeit. So, erstens staatliche Arbeitsbehörden, A, Selbstverwaltung. Wichtige arbeitsrechtliche Aufgaben werden von Berufsverbänden und öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungskörperschaften und Gerichten wahrgenommen. Bei diesen ist die Mitwirkung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern vorgesehen. Nach dem Grundsatz der Parität von Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden diese in gleicher Zahl hinzugezogen und zumeist von den Berufsverbänden benannt.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Im Bund ist zurzeit das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für Fragen des Arbeitsrechts zuständig. Zum Geschäftsbereich dieses Ministeriums gehören unter anderem das Bundesarbeitsgericht in Erfurt als oberstes Bundesgericht für das Gebiet der Arbeitsgerichtsbarkeit, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAUA, hat auch eine Internetseite, www.baua.de, BAUA, nicht zu vergessen mit dem Bauern. Sie ist aus der Fusion der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin Dortmund und der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin Berlin hervorgegangen. Sie hat ihren Sitz in Dortmund und Standorte in Berlin und Dresden sowie eine Außenstelle in Chemnitz. Zu ihren zentralen Aufgaben gehört die Unterstützung des Ministeriums in allen Fragen des Arbeitsschutzes sowie die Beobachtung und Analyse der Arbeitssicherheit. Sie ist in Fachbereiche gegliedert, die auf die einzelnen Standorte, verteilen. Die Bundesagentur für Arbeit mit der Hauptstelle in Nürnberg und den nachgeordneten Regionaldirektionen und Arbeitsagenturen. Wenn man da guckt, wird man immer nach Berlin verwiesen. Nürnberg ist da kaum zu sehen auf der Homepage. Die Deutsche Rentenversicherung, Bund sowie die Berufsgenossenschaften. So. Diese Sachen gehören alle zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Okay. Dann geht es weiter mit der Bundesagentur für Arbeit. Tschüss.